Da sind wir wieder mit den Fähigkeiten. Links siehst du das Charakterblatt. Hier findest du deine natürlichen Eigenschaften, Werte ohne Ausrüstung, die du nach einem Stufenaufstieg erhöhen kannst. Außerdem befindet sich hier deine Erfahrungsleiste. Die Eigenschaften, die du verbessern kannst, sind deine Haupteigenschaften: Beweglichkeit beeinflusst Präzision und Ausweichen und Parieren. Kraft beeinflusst den Schaden. Verfassung beeinflusst deine Lebenspunkte und deinen physischen Widerstand. Intelligenz beeinflusst die Wirksamkeit der Zauber. Mut beeinflusst deine Initiative und deinen Magiewiderstand. Und Charisma beeinflusst schließlich, wie viel Unterstützung du erhalten kannst. Okay. Es gibt auch andere gegenseitige Effekte zwischen Haupt- und Nebeneigenschaften. Sie werden hervorgehoben, wenn du mit dem Cursor auf die Haupteigenschaft zeigst. Zu den Nebeneigenschaften gehören der Einschlag, Schadensbonus, der mit deiner Stärke oder anderen Eigenschaften verknüpft ist. Präzision, kritische Trefferchance, Ausdauer und Astralenergie, Schutz, Ausweichen, Parieren, physischer und magischer Widerstand, maximaler Unterstützungswert sowie Bewegung. Okay. Auf der rechten Seite befindet sich dein Fertigkeitenbaum. Jeder Charakter hat einen, er ist in aktive Fertigkeit und passive Fertigkeit unterteilt. Die Fertigkeiten sind in die Stufen 1 bis 5 aufgeteilt. Du musst zuerst Fertigkeiten aus Zeile 1 auswählen, um Stufe 2 freizuschalten und so weiter. Bewege den Cursor mit Dreieck auf eine Fertigkeit, um Details einzublenden. Hier findest du eine Beschreibung deiner Fertigkeiten. Du siehst deinen Wirkungsbereich, die Abklingzeit, die Ausdauerkosten sowie die Effekte einer Fertigkeit. Der Schaden einer Fertigkeit wird häufig als Prozentsatz des Schadens der ausgerüsteten Waffe angegeben, kann aber auch ein fester Wert sein. Jetzt kannst du mit Viereck deine Eigenschaftspunkte verteilen, deine Fertigkeiten auswählen und den Stufenaufstieg bestätigen. Okay. Gehen wir erstmal hier rüber. Gehen wir erstmal hier rüber und gucken uns jetzt mal beim Ranger so ein bisschen an. Erste Hilfe. Es ist nur auf ihn. Der erste Schlag. Doppelt so viel Schaden, wenn das Ziel alle seine Lebenspunkte hat. Ah, okay, so ein Initiationsschlag. Ach klar, logisch. Er ist ja sowieso mal als erster dran. Der Ranger. So ein Passiv. Schwere Lederrüstung. Solange der Ranger neben der Elfin steht, erhält er 4 Mut. Solange sich der Ranger neben dem Dieb befindet, erhält er 10 Schaden. Oh, das ist ja geil. Aber ich würde halt einen Nahkampf-Ranger machen. Von daher wären die 10% Crit wahrscheinlich interessanter. Also, wenn das ein Ding ist bei allen, wenn das ein Thing ist bei den ganzen Charakteren, wovon ich jetzt mal ausgehe, ich will jetzt nicht weiter gucken, ich will jetzt erstmal nur mir ihn hier angucken, dann ja, könnte mein Plan sein. Warte mal, wir haben He-Man im Nahkampf, wir haben den Dieb mehr oder weniger im Nahkampf und den Zwerg und dann logischerweise auch den Oger und den Ranger. Der Ranger könnte aber auch Fernkampf machen, dann hätte ich 4 Nahkämpfer, 3 Fernkämpfer. Ah, der Nahkampf macht aber meistens mehr Sinn. Gucken wir mal. So, erhält er 4 Mut. Mut war die Initiative, also wann er dran ist. Magischer Widerstand ist Mut mit Int und physischer ist auch nochmal Kraft und Verfassung. Okay. Oh, Beweglichkeit ist Präzision. Ah. So sieht man das dann. Damit kann er ja fast nichts anfangen. Er hat ja wirklich den meisten Benefit bei den beiden. Also, die sind auch rot hinterlegt. Ich schätze mal, das sind so seine Hauptfähigkeiten. Deswegen geben wir ihm da mal einfach welche. Und ich bin ja ein Erste-Hilfe-Fan. Aber ich will mal gucken, was hier noch so ist. Was ist dann aus diesem Verteidigungsding und was kann man denn da noch machen?
Magiewiderstand, physischer Parade ausweichen. Schutz, noch mehr Parade ausweichen. Beim Angriff, Trefferchance, Gelegenheitsattacke, Wachsamkeitsschuss. Achso, einmal ferner mal Nahkampf, okay. So, erste Hilfe. Brennend und vergifteter, umgeworfen und betäubte. Eine strategische Analyse der Situation, die die Bewegung der Verbündeten in der Nähe erhöht. Noch mehr Untrefferchancen. Oh, das ist ja eine nice Fähigkeit. Was haben wir hier noch? Vergifteter Schuss. Ziel ist vergiftet. Ärgerlicher Schlag. Kann man ein Ziel in meine Richtung drehen? Interessant. Schildschlag. Oh, ein Schild kann auch benutzen. Destabilisierender Schuss. Nee, Fernkampf kommt ja für mich nicht in Frage. Mit ihm. Mut verringern. Schildschlag betäuben, erhält einen Schutzbonus. Er ist so ein Supporter, ne? Nice. So, aber als erstes mache ich die erste Hilfe. Ich denke, das ist Man braucht echte Fertigkeiten, um ein echter Anführer zu sein. sinnvoll. So, und Rüstung freischalten finde ich auch immer eine gute Sache. Kann jetzt ein Schild benutzen. Plus ein Gelegenheitsangriff. Betäubung, wenn der Feind volle Lebenspunkte hat. Auch nice. Bogenangriff. Zwei Gelegenheitsangriffe. Plus 10 Präzision mit seinen Waffen. plus Stärke, Beweglichkeit, Beweglichkeit. Mut und Stärke bis zum Ende des Kampfes, wenn er einen Feind erledigt. Und wenn er mit Unterstützung angreift. Das ist viel nützlicher als Stühle zu bauen. Sehr geil. Die anderen gucken wir uns an, wenn es soweit ist. So. Nein, nein, weg von meinen Taschen. So. Habe ich irgendetwas, um schnell Notizen zu machen? Wir haben noch hier Elfenstiefelchen. Regeneration pro Runde. Ausdauer wird es wahrscheinlich sein. Sie sieht aber auch aus. Und das Kampfstirnband der windigen Steppen. Der schwindigen Weppen, ja. Kein Schutz, aber Mut. Okay. So. Das soll erstmal reichen Man an. sollte immer seine Fluchtwege auf einer Karte vermerken. Fähigkeiten. Da ist eine Truhe. Zwei Bomben, Tunika für Sessel. Eine bequeme Tunika ideal für die Erneuerung eines Sessels oder Stuhls an einem Winterabend. Es ist möglich, sie beim Abenteuer zu tragen, aber ohne Erfolgsgarantie. Schutz und spirituelle Kraft. Und wieder was für den Ranger Nicht die Dreck Boy. miteinander mischen, sonst boom. So, sehr gut. Da ist der Oger auf der Karte. Ah. Vielleicht kann er es noch nicht. Hallo, edle Abenteurer. Habt ihr Interesse an Magikationen? Hallo, bist du ein Zauberer? Gute Güte, nie im Leben. Ich bin Pharmagier. Pirin. Tobi Aspirin. Zu eurer Dienste. Pharmagier? Was ist das genau? Ich erschaffe magische Heilmittel, die als Magikationen bezeichnet werden. Ich bin Spezialist in magische Pharmakologie, die man als Pharmagie bezeichnet. Gut, aber wofür ist das nützlich? Funktioniert es oder ist das nur Ramsch? Ich habe beispielsweise fantastische Präparate für Personen, die mit der Trinken aufhören oder ihre Karte loswerden wollen. Abenteurer finden das oft nützlich. Das ist aber ein ungewöhnlicher Ort für einen Laden, oder? Naja, er ist billig, spottbillig, um genau zu sein. Ich richte mich gerade erst ein. Kommt später wieder, dann zeige ich euch einige interessante Magikationen zu sehr günstigen Preisen. Ich dachte, niemand hätte diesen Kerker je zuvor betreten. Was? Ganz im Gegenteil, er ist sehr beliebt. Wer hat euch das denn erzählt?
Unser Auftraggeber, ein vermummter Typ, den wir in Val Tordue kennengelernt haben. Ja, ein typischer Anheuerungsprozess für eine Anfängergruppe. Sag mal, hast du zufällig einen Zwerg gesehen? Er ist einfach ein Zwerg. Warum suchen wir ihn? Wir kommen doch ganz gut ohne ihn zurecht. Nein, ich habe ihn nicht gesehen, aber wenn er klein ist, könnte er direkt in unserer Nähe herumschleichen. Außerdem suchen wir nach der dritten Statuette von Gradual Fulcrum. Nein, nach der Statue von Gladradulfa. Ich dachte, es geht um die Statue mit Zöpfen von Rapadulfra. Nein, das ist es nicht. Es ist, Moment, unser Auftraggeber hat es uns aufgeschrieben. Ah, die 12. Statuette von Gladulfra. Nie gehört, tut mir leid. Aber ihr solltet euch vielleicht mal in die Taverne umhören. Vielleicht hat dort jemand davon gehört. Ja, genau. Eine Taverne in einem Kerker für Abenteurer. Krumm, eine Taverne. Gibt es da Bier? Einige Bereiche sind öffentlich zugänglich. Nehmt die Treppe, wenn ihr mir nicht glaubt. Das klingt alles sehr irritierend. Unsere siegreiche Gruppe reist weiter auf ihrer Quest nach der Statuette und ihrem vertikal eingeschränkten Gefährten, der verschwunden ist, nachdem er ein geheimnisvolles Amulett an sich genommen hat. Großartig. Du kennst jetzt alle Grundlagen und kannst das Verlies frei erkunden. All diese Tipps und viele weitere findest du im Menü Tipps und Enzyklopädie, auf das du über das Pausemenü zugreifen kannst. Mit Hilfe von Quest-Tagebuch. Ja, das haben wir schon rausgekriegt. Ja, nice. So, hier ist der Vogel. Die Geheimnisse der Hühner. Gucken wir uns gleich mal an. Das Huhn kann ein echtes Unglück sein. Man sollte es nicht unterschätzen. Sie können dieses Tier überall treffen, auch in den Korridoren eines Kerkers. Einige Kerkermeister züchten Hühner in alten Ablagen auf, um ihre Kreaturen zu füttern. Davon schaffen es so einige, sich zu befreien, greifen alles, was sich auf ihrem Weg befindet, an. Killerhühner. Warte mal, hatten wir noch einen Gürtel gefunden? Tatsächlich, Ledergürtel. Mich regt das mit dem R2 auf, tatsächlich. So. Die ist dicht. Dann ja aktualisieren alles, ne? Wir mal die Karte. Oh, Verzeihung. Da hinten geht's irgendwie noch. Geht das da hinten noch weiter? Kann mir gar nicht vorstellen. Achso, kaufe ich jetzt was bei dem? Wäre eh keine Kohle, ne? Können wir gucken. Tränke und sowas vor allen Dingen. Verschiedenes. Irgendwie sieht das wie Schrott aus. Wir riskieren erstmal, das zu vertickern. So, okay. Weiter geht's. Treppe. Zur ersten Etage. Ja! Karatehuhn! Geil. Ich bin echt total begeistert bislang. Also, ich muss mich hier beherrschen. Sonst würde ich mich die ganze Folge kaputt lachen. Ah, gut, sowas am frühen Morgen zu spielen, da ist man noch nicht ganz so da. Sich aufs Wesentliche konzentrieren. Ja, Ladezeiten hat man dann immer einmal, wenn man das Gebiet wechselt. Pff, völlig in Ordnung. Da bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht.
die Farbe der Lebensesse. Stimmt. Gelb, orange, rot, ne? Und er trifft bescheidener, er hat weniger Widerstand. Zweites Kapitel. Ein Bier, zwei Flüche, drei Gefährten. Nach einem ziemlich unberechenbaren Start in dem Kerker von der Höllburg enden unsere Abenteurer in einer recht seltsamen Bar. Mit Durst nach kühlem Ruhm und ehrenvollem Bier. Oder war es andersherum? Ja, das ist tatsächlich eine Schenke. Öffentlich zugänglich. Verrückt. Dieser Kerker ist echt seltsam. Wir sollten uns umhören. Vielleicht hat jemand den Zwerg gesehen. Kann mir bitte jemand sagen, warum wir ihn suchen? Weil in unserer Gruppe niemand im Stich gelassen wird. Hallo. Hallo? Sucht ihr einen Zwerg? Kann sein. Nein, überhaupt nicht. Wem soll ich denn zuhören? Dem heruntergekommenen Winzling oder der sandalentragenden Idiotin? Wir hatten tatsächlich einen zwergischen Gefährten. Er ist verschollen. Ich wurde angeheuert, um nach einem Zwerg zu suchen. Vielleicht ist das ja der gleiche. Das würde mich überraschen. Wir sind gerade erst angekommen. Egal. Wer hat dich angeheuert? Der Meister des Kerkers? Schön wär's. Es war die Genossenschaft, die diesen Kerker betreibt. Irgendein böser Zwerg stiehlt alles Mögliche, vor allem Gold und Bier. Man will ihn tot sehen. Eine Genossenschaft? Das wird ja immer seltsamer. Und wie war das mit dem bösen Zwerg? Unser ist nicht böse. Vergessen wir diese Spinnerin und ihr Gelaber über Zwerge? Überleg doch mal, Salatgehirne, das wird ein Kinderspiel. Kein Bock hier rumzulabern, also ihr helft mir dabei, ihn auszuschalten und wir teilen die Beute. Hört sich ja interessant an, aber wir haben viel zu tun mit, Dingen. Gebt doch zu, dass ihr Angsthasen seid. Habt ihr euren Mut in der anderen Hose vergessen? Nein, ich vergesse gar nichts. Wir haben sogar ein Feuerzeug. Das könnte auf jeden Fall interessant werden. Vielleicht hat es auch mit unserem Zwerg zu tun. Warum sagt ihr mit unserem Zwerg? Meiner ist das jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob wir ihr vertrauen können. Das scheint eine Paladina von Jujudi zu sein. Sie dienen nur der Gerechtigkeit. Sie können also gar nicht lügen. Okay, genug gelabert, ihr Schwachköpfe. Wir bereiten einen Hinterhalt im Beckenraum vor. Das ist im Westflügel. Los jetzt! Hey, ich bin dafür zuständig, sowas zu sagen. Ich bin hier der Anführer und... Ach, vergiss es. Was hast du über den Anführer gesagt? In der Taverne dieses Verlieses findest du Händler. Vor allem kannst du dich dort aber vor deinen nächsten Abenteuern ausruhen. Durch Ausruhen werden alle Lebenspunkte und alle Verletzungen der Gruppe geheilt, aber natürlich nicht kostenlos. Der Preis steigt mit jedem Kapitel. Mhm. Helfe der Paladina. Als Statuette? Oh, Cocktail mit Rübe. Ich mag diese Rondon. Bitte sehr, kostenlos nachgeschenkt. Also, wo ist die Statuette? Sie ist in eurem Ar... Ach du meine Güte. Was? Riech ich nach Schwein? Kauf mir einen Drink, um den Geruch wegzuspülen. Vergessen Sie es, Sie sind voll stramm. Leck mich, du blöder Bastard. Hallo, was möchtet ihr bestellen? Ist das nicht eine etwas seltsame Kneipe? Die Taverne von Neuburg ist im ganzen Land von Fang berühmt. Unsere Spezialität ist Bier- und Beereneintopf. Komm. Akala, lecker, lecker, Gurgel. Mit Easy Kerker ist jeder... Ich konnte die Schnecke noch lesen. Essen und Tränke. Hebel. Was ist das hier? Ach, die Küche. Mit Loot. Die Ogergastronomie. Wein. Oh. Bibliothek ist unvollständig. Auf einer kleinen Tafel über dem Regal steht die Ogergastronomie. Sie müssen alle Bücher der Sammlung in ihrem Besitz haben, um sie in die Bibliothek zu stellen. Ah, mensurianische Bibliothek. Ah.
Das geht ja nur hier weiter. Da werde ich von der anderen Seite hinkommen, denke ich mal. Die Barbaren. Haben wir auch noch hier liegen. Die Leute urteilen vorschnell über Diebe. Ich habe dich unterschätzt. Ich glaube, wir passen gut zueinander. Wir wissen, unseren Verstand zu gebrauchen. Oh. Poster. Mit denen. Oh, leichte Räuberarmschienen. Sehr gut. So, mal gucken. Ist ja auch immer alles ordentlich ausrüste. Warum wollen die Leute mir ständig ihre Hände in die Taschen stecken? So, dann haben wir hier noch einmal die Barbaren. Barbaren sind wilde Krieger und Kriegerinnen. Sie sind in Lendenschurz, Stiefel und Pelze gekleidet, groß, robust und nicht immer die klügsten. Sie hassen Magie, Lesen und Bücher schon ganz, außer um sie als Toilettenpapier zu verwenden. Ehre ist alles für sie. Dann hatten wir noch die Ogre-Astronomie. Man erzählt, dass der Ogre Za, ein Bäckerlehrling in Glark, die geniale Idee hatte, eines Tages Olivenöl in einen Brotteig zu geben. Sein innovatives Rezept ist somit der Ursprung der Zar-Brote. Belegte Brotscheiben auf die Zar als guter Ogre alle Zutaten und Goblins legte, die ihm zur Hand kamen. Im Laufe der Zeit wurde Zar-Brot zu Pizza. Einfach, weil es einfacher auszusprechen ist. Hey, das war die Lösung. Seltsam. Das muss eine Falle sein. Wir suchen eine Statuette. Warum? Beabsichtigen Sie hier etwas zu stehlen? Nein, das... wir hätten gerne ein Souvenir aus dem Kerker. Ah, ein Souvenir. Stimmt, wir haben jetzt ja einen Geschenkeladen. Fragt mal den Ladeninhaber. Und jetzt geht weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. Erstmal Lu. Noch mehr Geheimnisse der Hühner. Die Barbaren. Ich habe viel zu tun und ich nehme meine Pflichten sehr ernst, müsst ihr wissen. Und wenn ich dir die Füße abschneide für Ohrringe, hast du dafür Zeit? Also nicht nötig, mein Herr. Ich bin ganz Ohr. Wir suchen die Statuetten von Gladol Ferrar. Schon mal davon gehört? Kommt mir nicht bekannt vor, nein. Ich mag Statuetten nicht. Nutzlose Kinkerlitzchen und Staubfänger. Auf der zweiten Etage gab es mal jede Menge davon, aber Gott sei Dank ist da jetzt der Zutritt verboten. Wirklich? Warum denn? Keine Ahnung. Jedenfalls sind Statuetten die Erzfeinde jedes Dieners. Wenn du eine zerbrichst, macht dich das LBGK fertig. Das was? Das Lakaienbestrafungsgenossenschaftskomitee. Die Behörde für alle Bestrafungen innerhalb der Kerkergenossenschaft. Da fällt mir gerade ein, ich muss wirklich weg. Tut mir leid. Bei Chrom, ich sollte ihm trotzdem die Füße abhacken. Ah, anscheinend sind wir in eine Art Verwaltungszentrum gestolpert. Hallo, seid ihr wegen eures Kontostands hier? Nein, eigentlich nicht. Wenn ihr im Kerker von Naholbuk eine kommerzielle Tätigkeit ausübt, muss die Genossenschaft davon in Kenntnis gesetzt werden. Wieso Genossenschaft? Ich hätte eher eine Art Meister des Kerkers erwartet. Nein, gar nicht. Gemäß unseres typischen autokratischen und auf Vetternwirtschaft basierenden Systems haben wir eine Genossenschaft, die von Mitarbeitern des Kerkers verwaltet wird. Entsprechend werden exekutive Entscheidungen regelmäßig getroffen und von Mitarbeitern von einer Zweidrittelmehrheit ratifiziert. Hört sich sehr speziell an. Und alle Aktivitäten werden der Zentraladministration gemeldet, damit sie einer Leistungsuntersuchung und der Bilanzprüfung unterzogen werden können. Er ist ein Hexer, aus seinem Mund quillt verfluchter Unsinn. Ich glaube, wir lassen sie mal weiterarbeiten.
Ja, da sind die Gewalt, auf die sich das System stützt. Hilfe, ich werde unterdrückt. Das fällt mir dazu ein. Herrlich. Dann aktualisieren wir mal die Karte. So, wo kommen wir denn hier hin? Was ist er für einer? Bushi. Hey, verschwinde, wir haben zu tun. Wir? Wer ist wir? Ich und mein astraler Doppelgänger. Ich probiere neue Kampftechniken aus. Das sind aber seltsame Waffen. Super. Für eine Waffenkammer nicht wirklich überraschend. Was denn für Kampftechniken? Astrale Doppelperfektparaden. Ich kann dank der Wahrnehmung meines ätherischen Doppelgängers jedem Angriff ausweichen. Aber dann kennen Sie sich mit Zauberei aus? Das alles habe ich längst hinter mir gelassen. Was ich mache, wird als innovative sensorische Disruption bezeichnet. Also Sie fuchteln mit den Armen herum und machen einen auf stark und mächtig? Nichts kann mich verletzen. Nicht mal hochstufige Angriffe. Probier's aus und erblick... Haha, gut gemacht, Kumpel. Du hast ihn erwischt. Disruption? Oh. Leg erst mal ausrüsten. Oh, ein Rätsel. Okay. Okay, das wäre ein bisschen zu leicht gewesen. Ich probiere mal aus, also hier diese Puppen, ne? Diese Vogelscheuchen, hätte ich fast gesagt. Trainingsdummies hier. Ich mach das mal, dass die gegeneinander kämpfen. Weil von den vorderen fehlt ja einer. Also, ich hab's ja gewusst, es gibt keine Unfälle. Vorsicht, Neugier ist manchmal der Katze tot und verbrennt sie dann zur Asche. Geil. War das eine eben für einen Zwerg? ...15 bis 22. Ich hab Nüsse für die Eichhörnchen. Naja, aber er wird ja noch hervorragend öfter mit dem Bogen schießen als er hier. Oh, das ist mein Beutel. Aber er kriegt den auch. Weil, also was ich mir vorstellen kann, ist halt, ohne Fernkampfwaffe können wir ja nie Overwatch machen, ne? Was? Nein, weg von meinen Taschen. Der Ogre muss eine passive Fähigkeit freischalten, um diese Waffe zu benutzen. Ah, okay. So, die Elfe hat ein Level Up. Na, gucken, gehen wir nochmal rein jetzt hier. Die soll Mut bekommen. Und Beweglichkeit. Ja, Beweglichkeit ist klar. Und ich mach das mal mit Mut. Die braucht ein bisschen... bessere Initiative. So, was kann die gute Frau denn? Gucken wir mal hier rein. Küsschen der Ermutigung. Eine Heilung. Eine bessere Heilung mit Schutzerhöhung. Eine bessere Heilung mit Schutzerhöhung basiert auf Charisma. Charisma hat sie ja auch. Geil. Cheerleader des Waldes. Ein Tanz. Ein Buff. Kraft, Beweglichkeit und Mut. Was haben wir hier? Aber ich zielte auf die Augen. Nimm mal auf die Augen, Bo. Ein Schuss, der dem Ziel leichten Schaden verursacht und ihm auf zufälliger Weise eine Präzisionsstrafe oder Sehenschneiden erleiden lässt. Okay. Dasselbe mit mehr Schaden. Ein Schuss, ein Toter. One-shot. Minus Präzision, dafür plus Schaden. Minus Präzision, dafür plus Schaden. Und hier ist betäubt. Okay, was haben wir hier noch?
Guck mal, hier oben war der. Das ist der Aufprall, den ich absolut strange finde. Die Gegner in der Wirkungszone in der sich die Elfe zuwenden erhalten deine Mutstrafe und können keine Gelegenheits- oder Wachsamkeitsangriffe mehr ausführen. In Ordnung. Präzision, Schaden, kritische Trefferchance, alles klar. Kampfhaltung. Fernschuss. Ziemlich hohe Reichweite. Erheblicher Schaden. Ein Schwertangriff. Okay. Ich finde diesen Fernkampfangriff. Das Küsschen ist natürlich. Super! Wie wäre es mit einer Umarmung? Ich mag Heilung. Die Elfin erhält für ihre Bogenangriffe plus 5 Präzision. Neben dem Zwerg plus 5 Einschlag, neben dem Ranger 3 Mut. Entdeckung wird sie schwerer getroffen. Kann nicht vergiftet werden. Weicht den ersten Gelegenheitsangriff immer aus. Nochmal mehr schießen, noch zweimal mehr schießen. Krass. Reichweite, Präzision. Nicht mehr brennen. Oh, krass. Juhu, ich werde immer besser. Präzision. So, dann haben wir noch die Paladiner. Auf jeden Fall Lebenspunkte und macht scheinbar Nahkampf. Dann machen wir das nochmal so, ne? Ich kann betäuben. Den Schutz von uns erhöhen. Nahkampfangriffe, die sie pariert, lösen immer eine Gegenreaktion aus. Und sie hat hier so einen Paradebuff. Okay, nice. Neben dem Ogre erhält sie 8 Unterstützung. Neben dem Dieb erhält sie 8 Präzision. Krass. Krass, krass, krass. So, Ebene ausstatten. Die Armen nicht die Drecke miteinander mischen, sonst boom. Ranger-Stirnband. Trefferchance. Und das Kriegsgeschirr wird wirklich ein Zwerg sein. So. So. Ich bewege mich schon mal in Positionne. Aber nächstes Mal machen wir hier weiter. Bis dann.